Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und ich habe heute ein Gerät mit der Fehlerbeschreibung, fährt direkt nach dem Einschalten wieder herunter. Wir haben hier ein MSI GT72 2QE, steht hier auch vorne drauf. Die Fehlerbeschreibung des Kunden stimmt nicht ganz. Es fährt nicht herunter, sondern es geht schlagartig aus nach dem Einschalten. Manchmal allerdings fährt es auch hoch. Mal schauen, was es jetzt macht. Es geht wieder aus. Das ist die Fehlerbeschreibung des Kunden. Wenn das Gerät dann hochfährt, dann hat es ein Ausrufezeichen im Gerätemanager und zwar Intel Management Engine Interface. Und ich denke, dass da der Fehler begraben ist. Ich denke, dass da der Chip, die Daten im Chip fehlerhaft sind und deshalb das Gerät die meiste Zeit nicht funktioniert. Ob dem so ist, werde ich gleich überprüfen und euch weitere Infos geben. So, das Gerät hat mich ein paar Nerven gekostet, funktioniert jetzt aber auch wieder. Ich kann es gleich mal einschalten. Es fährt wieder ganz normal hoch. Das Gerät hat aber zwei Fehler gehabt. Deshalb hat es auch ein bisschen länger gedauert. Und zwar zum einen war die SSD defekt, die M.2 SSD. Die habe ich getauscht und Daten geklont. Das war die Ursache, wieso das Gerät immer wieder schlagartig ausgegangen ist. Die andere Sache mit dem Ausrufezeichen im Gerätemanager, das war die South Bridge. Da musste man die South Bridge auf dem Mainboard tauschen. Und jetzt funktioniert das Gerät auch wieder komplett vollständig. Wir haben hiervon auch Bilder vom Bauteil und von der Reparatur in unserem Blog, falls euch das interessiert. Und ja, wenn euch das gefallen hat, würde man uns über Abo, Kommentar oder Bewertung sehr freuen. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Reparatur.